Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zur zweiten Folge von Biomutant, beziehungsweise zur ersten richtigen Folge. So. Das sieht ja schon geil aus. Hui! Du stehst bereits an einer Kreuzung. Zu leben heißt, dem Leben eine Richtung zu geben. Wer keine Entscheidungen trifft, kann genauso gut alles aufhören. Klar. Doch du stehst nicht nur an einer Kreuzung, sondern auch vor einer Wahl, dem Abbild deines Ki, der Urenergie, die alles durchfließt. Das Traurige ist, ich wollte jetzt eigentlich zurückrennen. Meine Entscheidung, schau auf, tschüss. Verdammt. Ich stehe für Freiheit und Loyalität, oder bin ich dunkelrot wie in Stärke und Kraft? Na komm, Loyalität und Freiheit. Darf ich mich okay, vorstellen? Ich gehe in die andere Richtung. Das Licht, deine helle Seite, deine innere Stimme, um genau zu sein. Ein Echo des Gleichgewichts und der Konsequenzen deiner Taten auf deinem Weg. Alles klar, das macht mich aggressiv. Ganz genau. Das Licht brauchen nur die, die nicht sehen können, was sich direkt vor ihrer Nase befindet. Nur wenn man immer zuerst an sich denkt, kann man Dinge erreichen. Die gehen mir beide auf den Geist. Dieser Sinneswandel überrascht mich. Ich finde ja, dass man anderen helfen und sich selbst hinten anstellen sollte. Doch der dunklen Seite zu helfen gehört nicht dazu. Die dunkle Seite hat Kekse, also... Du kannst nicht verleumden, wer du wirklich bist. In unseren Adern fließt offensichtlich das gleiche Blut. Ah, du wolltest uns hier im Dunkeln lassen, aber du weißt, dass blaues Blut durch unsere Adern fließt. Wir tragen Verantwortung. Man kann sich nicht der Wahrheit widersetzen. Okay. Ich krieg gerade Black and White, Black and White Flashbacks. Rechts ist immer. Nein, ernsthaft? Ach cool. Ja, das ist geil, wenn ich sprinte auf alle vier. Manchmal kann wohl auch links das Rechte was? Sein. Schade, ich hätte so gelacht, wenn jetzt was gekommen wäre. Jetzt entscheide dich verdammt nochmal. Okay. Geschichten von Tod und den zurückgelassenen Toten. Eine Mahnung, dass man der Gejagte und der Gnade der Natur ausgeliefert ist. Da hinten ist. Dieses Loch kennen wir doch. Das ist doch das aus dem Intro. Fleisch des Fleischfressers. Erinnerst du dich an die Bestie, die deine Familie zerstört hat? Oder hast du dich entschieden, sie zu vergessen? Du hast dieser Welt den Rücken gekehrt und dich in deiner eigenen verirrt. Unterdessen ist der Jäger nur noch stärker geworden. Alter, was ist das für ein Ding? Geil! Geil! Ich mag den Comic-Look hier. Das ist cool. Lauf lieber weg. Dies ist weder die Zeit noch der Ort für dein Ende. Und
Okay, das war jetzt so eine leicht abgewandelte Form des Intros. Ja. Ich hätte es jetzt für mich persönlich interessanter gefunden, wenn das Spiel da eingestiegen wäre, wo das Intro anfängt. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin in diesem Raum voll mit den Minen und kommt dann Dieses raus. Mal war es am besten wegzulaufen und den Kampf an einem anderen Tag auszufechten. Hoffentlich bist du bereit, wenn dieser Tag kommt. Okay. Der Räuber ist nicht die einzige Bedrohung. Mit Beginn der Endtage begann die Tierwelt zu mutieren und der Baum des Bin Lebens ich hier in begann zu Fallout oder was? sterben. Okay. Also das mit den Sprechblasen und alles, das finde ich cool. Blitzohr, der ist hinüber. Das finde ich cool. Das hat was. Das erinnert mich so ein bisschen an Deadpool. Oh, Entschuldigung. Okay. Also ich mag das mit den Größenverhältnissen hier. Ich frage mich, ob man auch auf Menschen trifft, beziehungsweise Überreste der Menschheit. Wenn es hier die Menschheit gab. Waffenzusatzteile. Ach, Peng Peng Boss. Ich weiß nicht mal, wie das ausspricht. Die Großklinge, okay. Also ich kann da so ein bisschen auswählen, was für eine Richtung ich gehe. Ich will dieses Gesundheitspaket, glaube ich, gar nicht haben. Ah, Steuerkreuz nach oben. Verbrauchsgegenstände. Links Fernkampfwaffen, rechts Nahkampfwaffen und unten. Unten sind auch Nahkampfwaffen. Ich denke, da wird noch was dazukommen. Festgeseilt. Der Ölschlamm ist überall. Für die meisten Wow. bedeutet er den sicheren Tod. Doch manche konnten sich an die neue Umgebung. Ah, okay, jetzt habe ich dieses Elektroboni parieren. Das sind doch meine Artgenossen hier. Ich habe gerade keine Ahnung, was passiert ist, aber es sah lustig aus. Man muss nochmal dazu sagen, das ist ein Spiel, das von einem sehr kleinen Entwicklerteam entwickelt wurde. Also, da kann man, finde ich, über manche Sachen hinwegsehen. Aber ich mag den Look, der sieht gut aus. Shit, ich wollte jetzt gerade mal da drauf schießen.
Wirf noch mal was. Ah, sehr gut, funktioniert. Energie, Gesundheitsregeneration. Oh. Guter Schuss. Oh Gott, au! Wie süß das aussieht auch. Okay, Schildträger. Ist ja auch mal interessant. Geil. Ach shit. Ich habe jetzt gedacht, der schlägt normal zu. Ich mach das Charisma höher. Ist eigentlich immer ganz praktisch, finde ich. So, Nahkampf oder Fernkampf? Ich mach Nahkampf. Unbewaffnet, Zweihandhieb. Klingt nach Schaden. Zeh des Hundes, ui. Oh, böser Wolf. Hm. Viereck, Viereck, Dreieck, alles klar. Viereck, Viereck, Dreieck. Oh. Schau mal, ein Notfallkoffer aus der alten Zeit. Ein seltener Anblick. Alte Welt Kralleisen. Okay. Das Rohr sieht instabil aus. Das Kralleisen dürfte sich hier nützlich machen. Ich mag das mit dem Erzähler da. Höchste Zeit, einen Weg hier rauszufinden. Echt jetzt? Ganz ernst. Ich mag das. Oha. Die Morgs erzeugen in ihren Multiorganen Biomaterie, die sie unter Stress abstoßen. Wenn sie absorbiert werden, beeinflussen diese Klumpen auf zellularer Ebene die kodogenen Stränge jedes Lebewesens, dich eingeschlossen. Voll ins Schwarz. Oh yeah. Okay.
Spezialkräfte freischalten, okay. Ich warte mal noch, bevor ich da Punkte ausgebe. Das eine ist so ein Flächenschaden, das andere ist so ein, da kann ich Gegner kontrollieren, kleine. Aber das klingt für mich jetzt beides noch nicht so interessant. Sich selbst vor dem drohenden Untergang zu retten, baute Toxanol sogenannte Archen. Aber war es bereits zu spät? Nur aus dem Logbuch einer einzelnen zurückgelassenen Arche wird deutlich, dass andere Archen durch die Luft und noch weiter reisten. Die, die zuvor hier lebten, haben wohl nie die Hoffnung verloren, eine neue Heimat für ihre Art zu finden. Hm. Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. Okay. Ah. War es falsch? Oh, es war falsch. Dreh jeden Knotenpunkt, bis die Farbe übereinstimmt. Ach ja, gut, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Es gibt nur wenige Aufzeichnungen über die Ereignisse, die vor Äonen zur großen Apokalypse führten. Doch es ist offensichtlich, dass die Welt für das rücksichtslose Vorgehen der Toxanol Corporation nicht gewappnet war. Ihr Abbau seltener Erze und die Atomindustrie erzeugten Unmengen von Abfall, den sie ohne Rücksicht auf die Zukunft auf Deponien abluden, bis ihnen der Platz ausging. Und dann begingen sie einen gewaltigen Fehler. Sie luden den Giftmüll direkt ins Nass an der Küste ab und verließen sich darauf, dass er sinken und mit der Zeit verwittern würde. Und sie hatten recht. Doch auf die Folgen war niemand vorbereitet. Die Strahlung im Nass wirkte sich auf die Gene der Lebewesen aus und sorgte für bizarre Mutationen bei ihren Nachkommen. Die Auswirkungen auf die Artenvielfalt und das gesamte Ökosystem waren unvorstellbar. Die Natur schlug zurück und die Welt, wie sie sie kannten, brach zusammen. Sie sollte nie wieder dieselbe sein und was davon übrig blieb, wurde zur Heimat ihrer Nachkommen. Ha! Kommt einem doch bekannt vor, oder? Geräusch von funkensprühendem Metall bedeutet nie etwas. Es kommt von hinter dieser Tür. Ein Warnzeichen. Dieser Kasten scheint ordentlich Gehirnschmalz zu verlangen. Es braucht ein wenig Knobelei, um die Tür kurz zu schließen. Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. Na bitte. Was zum Steinalt, okay.
Der Rollende ist zahlenmäßig unterlegen. Du solltest ihm besser helfen. Schlitz! Tuchfühlung! Ah, ich habe keine Energie, deswegen kann ich nicht abwehren, okay. Ah, sehe ich jetzt erst. Er ist bald erledigt. Das war der letzte. Rede mit dem Rollenden, bevor die Verstärkung eintrifft. Lass mich erstmal noch looten hier. Kein Stress. Jo Leute, ich würde sagen. Oh, Entschuldigung. Ich würde sagen, das wäre eine gute Stelle für einen kleinen Cut. In der nächsten Folge sprechen wir mit Steinalt, dem rollenden Nacktmull aus der Zukunft. Und wenn euch dieses Projekt gefällt, schaut auch gerne auf einem unserer anderen Projekte auf YouTube vorbei oder sogar auf Twitch bei einem unserer Livestreams. Dort könnt ihr uns, naja, relativ fast täglich live sehen. Relativ fast täglich klingt auch gut. Egal, let's go!